Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin ein unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und wir haben heute folgendes Thema vor uns. Am vergangenen Montag, dem 19. Januar 2015, erschien im Westend Verlag in Frankfurt am Main ein recht umfangreiches Werk, der CIA-Folter-Report, der offizielle Bericht des US-Senats zum Internierungs- und Verhörprogramm der CIA, herausgegeben von Wolfgang Neskowitsch. Und zum Thema CIA und Folter, insbesondere im Zusammenhang mit 9/11, bin ich nun in Berlin mit dem investigativen Journalisten und Buchautor Matthias Bröckers verbunden. Glück auf gen Berlin. Hallo und viele Grüße. Schön, dass du mit uns dabei bist, Matthias. Es ist kein Wunder, weshalb ich mit dir zum Thema sprechen möchte, denn zunächst einmal bist du wohl der einzige Journalist weit und breit in deutschen Landen, der angesichts der Veröffentlichung des besagten Reports von dem vielleicht wichtigsten politischen Dokument des Jahres spricht. Wie kommst du zu dieser Feststellung? Ja, es ist ein sehr wichtiges Dokument deswegen, weil, und das hat auch Wolfgang Neskowitsch bei der offiziellen Präsentation des Berichts am Montag gesagt, dass erst schon mal eine große Leistung ist, dass ein Untersuchungsausschuss eines Parlaments wie jetzt des US-Senats so eine tiefgehende Untersuchung überhaupt durchführt und dann trotz aller Streichungen und trotz nur 10% veröffentlicht, dann auch veröffentlicht, weil, so sagte Neskowitsch, wenn die Amerikaner, sagen wir mal, damit jetzt eine 4 Meter Tiefenbohrung vorlegen, dann kommen wir in Deutschland, Neskowitsch war ja im parlamentarischen Kontrollgremium 7 Jahre lang, höchstens 40 Zentimeter tief. Also insofern ist es schon mal was sehr positiv ist, dass das überhaupt erschienen ist. Und wichtig ist es eben deshalb und speziell unter dem Aspekt, unter dem ich auch diesen Bericht angeschaut habe, weil hier ja die beiden Hauptzeugen für den gesamten 9/11-Report, Binal Shibh und Khaled Sheikh Mohammed, eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Also das sind diejenigen, die am intensivsten diesen sogenannten verschärften Verhörmethoden unterzogen wurden. Und das sind gleichzeitig auch diejenigen, die im 9/11-Report, also in dem offiziellen Untersuchungsbericht über die Attentate des 11. September, als die wichtigsten Quellenangaben und Quellen für die ganze Geschichte um Bin Laden dort vorkommen. Und wenn man jetzt sie sehen und nachvollziehen kann, was mit den Typen dort in den verschiedenen Black Sites, also Gefängnissen und dann auch in Guantanamo geschehen ist und gleichzeitig weiß, das sind ja die Hauptzeugen, die Kronzeugen sozusagen für die offizielle Version, dann bekommt dieses Dokument hier, der Folterbericht, durchaus eine ganz, ganz hohe Brisanz und Wichtigkeit, weil an einer Stelle steht es wortwörtlich in dem langen Kapitel über die Behandlung von Khaled Sheikh Mohammed, steht dann irgendwie, mittlerweile ist ja klar, dass das, was Khaled Sheikh Mohammed unter der Folter erzählt hat, zum größten Teil Märchen sind. Das schreibt der Untersuchungsbericht des Senats, Märchen, wortwörtlich. Und der Mann ist der Kronzeuge des 9/11-Berichts. Also wer zwei und zwei zusammenzählen kann, weiß, was daraus folgt. Ja, also er ist das Mastermind, der Hauptarchitekt der 9/11-Anschläge. So wird er im 9/11-Bericht, als solcher figuriert er dort. Ja, also das muss man, das braucht ja einen Moment, bis man das mal die Dimension verstanden hat. Ja. Der 11. September ist das prägende Ereignis nicht nur dieses Jahrzehnts, sondern dieses ja jetzt schon 14, 15 Jahre alten Jahrhunderts, hat etliche Kriege und
so weiter in seiner Folge provoziert. Und der Kronzeuge, der für die ganze Geschichte vom 11. September und Al-Qaida, das Bin Laden, das geplant hat, ohne irgendeine Hilfe durch irgendwelche Geheimdienste, diese ganze Legende, das kann man hier jetzt wirklich nachlesen, stammt von einem Menschen, den man so lange gefoltert hat, bis er das erzählt hat, was man von ihm hören wollte. Und ich habe mich halt gefragt, weil auch die CIA ist ja nicht blöde. Und wenn man sich mit der Geschichte der Folter etwas befasst, also nicht nur jetzt nach dem 11. September und das, was jetzt dieser Bericht untersucht, sondern es gibt ja eine Vorgeschichte. Und der maßgebliche Historiker, der Professor Alfred McCoy, dessen Studie ist ja 2005 oder 2006 auch auf Deutsch erschienen, Foltern und Foltern lassen, 50 Jahre Folterforschung und Praxis von CIA und US-Militär, da geht er zurück bis ans Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da kann man dann nachlesen, wie im Rahmen der Operation Paperclip eben nicht nur berühmte Raketenwissenschaftler wie von Braun und andere, nicht nur Geheimdienstbosse wie Gehlen in die USA ja sozusagen verdeckt geschleust wurden und dort am Aufbau dann der militärischen und so weiter Einrichtungen halfen, sondern auch KZ-Ärzte und Folterspezialisten. Und im Vietnamkrieg wurden dann diverse dieser Methoden, auch der berührungslosen Folter, also dass man jemand nicht prügelt oder handgreiflich wird, sondern andere Möglichkeiten der Folter, wurden massenweise ausprobiert. Und nach dem 11.9. wurde das alles sozusagen reaktiviert. George W. Bush hat am 17.09.2001 ein Memory of Notification an die CIA erlassen. Das kann man bezeichnen als eine Art Freibrief. Wenn es jetzt gegen den Terror geht, könnt ihr sozusagen machen, was ihr wollt. Und wenn man den Bericht jetzt liest, dann sieht man, die CIA hat das auch getan. Und da kommt dann durchaus Personal vor, was auch schon vorher bei 9/11 eine Rolle spielt. Ja, das ist interessant. Wie gesagt, du hast es ja vorhin auch schon genannt am Anfang, dass die CIA gefoltert hat, ist bisher schon bekannt gewesen, dass auch Khaled Scheich Mohammed, der Kronzeuge, 183 Mal watergeboardet wurde, ist bekannt gewesen, dass die Folter keine nachrichtendienstlich, geheimdienstlich relevanten Erkenntnisse erbringt, wusste die CIA auch schon lange vor dem 11. September. Und deshalb fragt man sich ja, warum hat man denn so einen wie KSM da 183 Mal watergeboardet und Walling, wie sie das nennen, also die Leute an die Wand geschmissen und sonstige Torturen mit diesen Menschen veranstaltet. Wenn man doch genau weiß, da kommen keine nachrichtendienstlich verwertbaren, relevanten Erkenntnisse bei raus. Das notiert ja auch der CIA-Untersuchungsbericht jetzt, ja, dass keine alle die von der CIA behaupteten angeblichen Erfolge im War on Terror, 20 hat die Kommission überprüft und bei keinem einzigen konnte das bestätigt werden. Also die Geständnisse bringen nichts. Warum hat man dann gefoltert? Man hat gefoltert, um Legenden zu bilden. Und da wird dann die Person interessant, die die Global Jihad Unit geleitet hat und für das Entführungs- und Folterprogramm der CIA federführend maßgeblich verantwortlich war. Eine Dame, die der Namen auch schon vorher in informierten Kreisen, einigen Journalisten und so weiter bekannt war, Alfreda Francis Bykowski.
Miss Bykowski war also von 2002 bis 2007 die Zuständige für diese ganzen verschärften Verhöre und auch für die Entführungen, die teilweise stattfanden, ja auch von Khaled El-Masri, dem deutschen Staatsbürger. Und gleichzeitig und vorher war Frau Bykowski aber in der Bin Laden-Einheit der CIA, die vor dem 11. September dafür verantwortlich war, dass zwei der Hijacker, nämlich Khaled Al-Mitar und Al-Nasmi, die in San Diego gelebt haben, dass die völlig unbehelligt ein- und ausreisen konnten. Die hatten sogar ein Dauervisum erhalten im Juli 2001 noch, obwohl Al-Mitar seit 1998 auf der Terrorwatchlist stand, obwohl man wusste, dass er bei so einem Treffen in Malaysia teilgenommen hat, bekommt der im Juli 2001 ein Visum, dass er in die USA ein- und ausreisen kann. Und als das bekannt wird in der Bin Laden-Abteilung, da sind auch zwei FBI-Liaison-Offiziere, die das dann mitkriegen. Oh, der hat hier ein gesuchter islamistischer Terrorist, der hat hier ein Einreisevisum. Oh, da müssen wir ja unsere FBI-Stellen aufmerksam machen. Wenn der Typ irgendwo auftaucht, den müssen wir ja sofort festnehmen. Es wäre kein Problem gewesen, weil Al-Mitar stand in San Diego im Telefonbuch. Also, das sehen die zwei FBI-Liaison-Offiziere dort im CIA-Büro, wo die Bin Laden-Abteilung ist, und wollen ein Memo, eine E-Mail an ihre Abteilung abschicken und tun das auch, schreiben das und stellen am nächsten Morgen fest, die Nachricht ist ja gar nicht rausgegangen. Da ist noch so ein Supervisor, der guckt, ob die Nachrichten da keine Geheimnisse verraten und nicht rausgehen können. Und dann gehen sie in das Büro, das ist das Büro von Frau Bykowski und deren rechte Hand, eine Miss Casey, sagt, ja, das ist nicht rausgegangen ans FBI, das ist eine Sache der CIA, das geht das FBI nichts an. Ja. Also, zwei Hijacker des 11.9. werden von derselben Frau gedeckt, die dann jetzt später zentral an der Legendenbildung der ganzen 9-11-Geschichte, nämlich der Folterung von KSM, beteiligt ist und verantwortlich dafür. Und deshalb ist dann meine These, man hat diese Folterung nicht durchgeführt, um etwas Erkenntnisse zu gewinnen, sondern um Legenden zu bilden. Und genauso hat sie vor dem 11. September, ihre schützende Hand über zwei der späteren vermeintlichen Hijacker gehalten, weil die auch zur Legende des 11. September gehört. Und das ist der spannende Punkt. Ja, wobei die CIA ja mehrmals die schützende Hand über die beiden gehalten hat. Die haben dann übrigens dann hinterher in dem Flugzeug gesessen, das ins Pentagon stürzte. Und wenn man sich da weitergehend informieren möchte, würde ich sagen, sollte man lesen von Kevin Fenton, Disconnecting the Dots. Würdest du auch sagen, oder? Ist ein gutes Buch. Ja, also wir haben ja jetzt vor 3 Jahren dann nochmal, Christian Walter und ich, versucht, das alles zusammenzufassen, ja. Mhm. Und nach 10 Jahren nochmal einen Blick zu werfen auf die ganzen Zusammenhänge. Und da wird natürlich klar, dass Miss Bykowski da in der Bin Laden-Unit der CIA natürlich nicht die einzige Person war. Aber hier hat man jetzt sozusagen mit dem Folterreport, die Namen sind ja dort auch geschwärzt, aber man kann davon ausgehen, dass sie mehrere Dutzend Male dort unter den schwarzen Balken steht, ja. Weil sie eben verantwortlich war für dieses Programm und die Kommission hat ja den ganzen Schriftverkehr ausgewertet zwischen den Verhörern und den Zentralen und den verschiedenen Behörden und Ministerien und dem Weißen Haus. Und dass diese Dame nicht die einzige war, ist klar, aber eben in entscheidender Funktion. Und deshalb war jetzt für mich die Lektüre dieses Berichts
nochmal besonders interessant, ja. Und eben auch die Feststellung, diese Folter von KSM hat Märchen produziert. Ja. Und die schützende Hand über Mittar und seinem Kumpanen in Kalifornien, die war kein Geheimdienstversagen, sondern die war eine Geheimdienstoperation. Ja. Gut, aber an der Frau, da sieht man schön halt die Kontinuität der ganzen Sache. Also unter anderem auch, die ist ja nicht degradiert worden oder aus dem... Im Gegenteil. Genau. Ja, Karriere gemacht und ist noch, das kann sich ja jeder angucken, auf dem berühmten Foto, wo Hillary Clinton und Obama diesen Stunt der vermeintlichen Bin Laden-Erlegung in Pakistan da live vom... irgendeinem Screen verfolgen, wo dann hinterher rauskam, da war überhaupt nichts, ja. Da steht sie im Hintergrund. Also sie ist aufgestiegen bis in die oberste sozusagen präsidialen Kreise als Top Bin Laden Terrorbekämpferin. Und wie man an den beiden Beispielen, also Mittar und Khaled Sheikh Mohammed sehen kann, hat sie die Terroristen weniger bekämpft, als ihre Legenden aufgebaut. Ja, aber das ist ja grundsätzlich so ein roter Faden in der Nachbetrachtung von 9-11, dass viele Personen darauf, auf dem Versagen, dem angeblichen, eigentlich Karriere machen. Ja, das ist ja eben... niemand von der CIA, dem Auslandsgeheimdienst, der ja zumindest auf dem Papier ja doch zuständig ist für Recherchen und Informationsgewinnungen im Ausland, um Gefahren vom eigenen Land abzuwehren, ja, und das Land zu schützen. Das größte Versagen, was man, oder mit das größte, was man sich vorstellen kann, dass 3000 Menschen ums Leben kommen bei diesen Attentaten. Es hat kein Mensch aus der gesamten CIA dafür irgendeine Bestrafung oder so etwas hinnehmen müssen. Der Einzige, der ja jetzt bestraft wurde für die ganzen Folterangelegenheiten, ist der Whistleblower, der sie erstmals öffentlich gemacht hat und der jetzt 30 Monate Gefängnis absitzt. Ja, wie ironisch ist das? Kommen wir jetzt nochmal zum Kern der Angelegenheit, die für uns beide so wichtig ist. Und zwar 2008, am 30. Januar 2008 erschien ein Bericht auf MSNBC mit der Überschrift 9-11 Commission Controversy. Und da ging es darum, dass rund ein Viertel der Fußnoten im 9-11-Kommissionsbericht auf Foltergeständnissen basieren. Also mehrheitlich auf die von Khaled Sheikh Mohammed. Und die beziehen sich wiederum am meisten auf die Kapitel 5 und 7, die nämlich damit zu tun haben, was Al-Qaida eigentlich gemacht hat mit dem Al-Qaida-Plot. Also Kapitel 5, Al-Qaida aims at the American Homeland, und Kapitel 7, the attack looms. Was sagt uns das, wenn 25% aller Fußnoten im 9-11-Bericht, die dem ganzen Jahr so einen gewissen wissenschaftlichen Anstrich geben, auf Foltergeständnissen basieren? Naja, das sagt, dass dieser 9-11-Report ein Fall für die Müllhalden der Geschichtsschreibung ist und dass, was ich ja schon sozusagen seit über 10 Jahren permanent verlange, dass dieses Verbrechen noch einmal ermittelt und untersucht werden muss, weil dieses Ergebnis, was der 9-11-Report vorlegt, kein Ergebnis ist, sondern eine Legende. Eine Geschichte wird uns erzählt, ein Märchen wird uns erzählt, und um diesem Märchen einen realen Anstrich zu geben, braucht man irgendwelche Quellen, und dafür hat man KSM und andere gefoltert, bis man da irgendwelche Geständnisse hatte, die sie fragen dann irgendeinen anderen Gefangenen da, ja, ihr habt doch Anthrax produziert. Der hat noch nie was von Anthrax gehört und sagt nein. Und dann foltern sie ihn eine Woche lang und dann sagt er am Ende, ja, wir haben Anthrax produziert. Und dann kommt es und dann berichtet die CIA ans Weiße Haus und ans Vater, ja, wir haben jetzt Nachweise, dass Anthrax, und dann landet es in der Presse. So wurde die Legende produziert. Und der 9-11-Report, die beiden erwähnten Kapitel, sind ja die entscheidenden, die die ganze Al-Qaida
AIDA-Legende erzählen, die basieren auf diesen Märchen. Und ich verstehe offenbar nicht, ich habe ja letzte Woche zwei Artikel auf Telepolis dazu geschrieben, warum da nicht mehr Journalisten oder Kollegen das auch sehen und sagen, Moment mal, wenn dem so ist, wenn das entscheidende politische Dokument, nämlich der 9/11-Report, auf unwahren, erfolterten Stories basiert, dann können wir doch nicht das, was in diesem 11-Report steht, weiterhin als Basis unserer Politik nehmen. Aber das wird getan und in jeder zweiten politischen Diskussion, egal um was es geht, um Sicherheit, um Einwanderung, um Überwachung, kommt dann irgendwann, ja, nach dem 11. September. Ja. Der 11. September war aber doch vermutlich was ganz anderes, als in diesem Report steht. Und von daher ist für mich jetzt das Erscheinen dieses Untersuchungsberichts, was die Foltermethoden da nochmal genauer unter die Lupe nimmt und dezidiert sozusagen auch auflistet, wer wann wie behandelt wurde und so weiter, so wichtig, weil das sind die beiden Kronzeugen, Binal Chip und Khaled Sheikh Mohammed, für den gesamten Kern der 9/11-Story. Ja, wobei es gab ja nur noch einen Zeugen, Abu Zubaydah, der gar nichts mit Al-Qaida zu tun hatte, aber da als Zeuge aufgeführt worden ist für die Geschichte. Das war ja auch interessant. Also was der gesagt hat, müsste auch komplett raus. Es ist sowieso, und es sind ja, gut, es sind jetzt nur 600 Seiten von über 6000 dieses Berichts veröffentlicht, mit eben diesen ganzen geschwärzten Namen. Aber, und es geht da nur um insgesamt 119 Gefangene und dezidiert nur um einige wenige, also unter anderem die wir jetzt genannt haben. Aber es wird völlig klar, diese ganze Geschichte, die über Jahre lief und die ja erst von Obama gestoppt worden ist, also Guantanamo hat er zwar nicht schließen können, aber zumindest offiziell wird nicht mehr gefoltert, watergeboardet und so weiter. Ausgelagert? Bitte? Ist es vielleicht ausgelagert? Das weiß man alles nicht. Unlängst las ich von Thierry Messon einen Artikel, der schreibt, ich habe das noch nicht weiter recherchiert, dass die US Navy auch noch Schiffe hat mit insgesamt 7000 Gefangenenplätzen, die auf offener See unterwegs sind. Also das weiß man ja alles gar nicht. Was wir jetzt wissen, ist hier die sozusagen Spitze des Eisbergs oder schon ein ganz gehöriges Stück, also 600 Seiten, mit eindeutigen Befunden und Schlussfolgerungen der Senatskommission. Also Folter bringt keine Erkenntnisse. Folter wurde trotzdem und zum Teil auch illegal angewendet. Klar ist aber auch, das wird alles keine juristischen Konsequenzen haben, diese beiden, man hat ja einiges outgesourced, ja, auch die beiden Hauptfolterknechte, zwei Psychologen, die eine Firma gegründet haben extra, um diese Dienstleistung der CIA anzubieten und die auch Personal gestellt hat für die Folterung, die hatten einen Kontrakt über insgesamt 180 Millionen Dollar. Also Entschuldigung. Ja. Die CIA hat bestimmte Sachen privatisiert, wie das ja überhaupt im Krieg heutzutage massenweise passiert, und hat diesen beiden Firmeninhabern, die auch aktiv bei den Folterungen von KSM und so weiter persönlich dabei waren, in die Verträge reingeschrieben, dass sie die nächsten 20 Jahre nicht juristisch belangt werden dürfen für das, was sie da gemacht haben. Ja. Ist das jetzt eigentlich so, dem Kern nach? Wir haben es bei der US-Regierung, die das angeordnet oder genehmigt hat, und der CIA mit Verschwörungstheoretikern zu tun, die sich für ihre Verschwörungstheorie die nötigen Geständnisse und Beweise erfoltern. Und ist das eigentlich dann gerichtsfest?
Das ist natürlich alles überhaupt nicht gerichtsfest, ja. Also das ist eh klar, die ganze Geschichte. Also wenn man Bin Laden, der ja da angeblich erschossen wurde und im Meer versenkt, wobei das auch unklar ist, bis ja, also sehr, sehr unklar die ganze Geschichte. Aber wenn man Bin Laden gefangen hätte und vor ein ordentliches Gericht gestellt und ihm hätte Beweise bringen müssen, dass er den 11. September geplant, organisiert, finanziert und so weiter hätte, wer hätte Bin Laden den Laden als freien Mann verlassen? Das FBI sagt ja selbst, als es mal gefragt wurde von einem Journalisten, wieso steht denn auf dem Most Wanted Plakat von Osama Bin Laden nichts von 9/11? Da hat das FBI gesagt, ja, wir haben keine Hinweise. Also das ganze Konstrukt ist eben genau dies, ein Konstrukt. Und dieser Folterreport jetzt kann das noch einmal und sehr deutlich und anhand eines offiziellen Dokuments belegen. Ja, es gelten ja in der Öffentlichkeit Leute wie du und ich als Verschwörungstheoretiker, weil wir dieses Märchen von Osama und den 19 Teppichmessern nicht so ohne weiteres abkaufen. Tatsächlich sind aber, wie richtig gesagt, die Leute, die diese Legende in die Welt setzen, Verschwörungstheoretiker und Praktiker. Und weil sie keine Quellen oder keine Belege für ihre Legenden haben, foltern sie Leute, damit sie da Quellenangaben liefern können für. Also das ist schon ziemlich pervers. Und wir sind ja gezwungen, ich in meinen Büchern und Artikeln, alles, was ich behaupte, eben auch zu belegen. Und da haben also hat die andere Seite sozusagen große Vorteile. Wenn da ein Beleg fehlt, erfoltert man ihn sich eben schnell. Ja. Ich möchte noch mal kurz was aus meinem im Entstehen begriffenen Buch zitieren, was in die Richtung geht. Du wirst es gleich bemerken. Sinn und Zweck der Folter, die den Al-Qaida-Gefangenen teilhaftig wurde, war nicht so sehr das Verhören und damit das Gewinnen unbekannter Informationen, sondern vielmehr die Konditionierung der Häftlinge, um ihnen bestimmte Aussagen und Verhaltensweisen überhaupt erst einzutrichtern. Diese Konditionierungsmethoden gründeten auf der Arbeit von Martin Seligmann, dem Entwickler der Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Als erlernte Hilflosigkeit wurde das CIA-Folterprogramm von zwei seiner Hauptarchitekten bezeichnet, Bruce Jessen und James Mitchell. Bei dieser Methode legen es die Folterer darauf an, die Selbstkontrolle einer Person zu brechen, bis sie emotional oder psychisch unfähig geworden ist, ungehorsam zu sein. Also man kriegt dann eigentlich von denen das zu hören, was man hören möchte. Genau, genau. Und hier die beiden, Mitchell und sein Kollege, die werden ja auch häufig zitiert mit Pseudonymen im Bericht, aber da hat man keine Schwärzung gemacht, weil die sind ja keine CIA-Beamten. Und die stehen als Dunbar und Twigert oder so ähnlich, tauchen die immer wieder auf, ja. Mhm. Und genau diese Methode der Konditionierung, also die Leute so lange zu quälen, bis sie, ja, da sind etliche, also es dreht einem ja wirklich den Magen um, wenn man das studiert jetzt, ja, die sagen dann irgendwann so Folteropfer, ja, bringt mich doch bitte um, also ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, ich kann euch nichts sagen, ich weiß nichts von dem, was ihr wissen wollt, ich habe damit nichts zu tun, aber hört auf, mich zu quälen, erschießt mich, ich kann nicht mehr, ja, so, also bis an solchen Punkte bringen sie die Leute, ja. Und ja, dann mit der eben zitierten sozusagen Gehirnwäschemethode werden ihnen dann Geschichten implementiert. Also da wird dann erst, man fragt, habt ihr Antrags produziert, habt ihr in Amerika schwarze Muslime rekrutiert, wird Scheich Mohammed gefragt, ja.
Und irgendwann sagt er, ja, da und da und in Montana. Und dann erfolgt eine riesen CIA-Aktion und völlig unschuldige Leute werden hops genommen. Also genau so hat man die Leute konditioniert, um eben ja Legenden zu bilden und den War on Terror, der ja sozusagen kreiert wurde durch 9/11, den am Laufen zu halten mit immer neuen Geschichten. Ja, jetzt Al-Qaida macht Anthrax, Al-Qaida rekrutiert, Al-Qaida macht dies, Al-Qaida macht jenes, ja. So hat man diesen War on Terror auch mit sozusagen News gefüttert permanent. Ja, der deutsche Journalismus, der zieht eigentlich gar nicht so in Frage, was er eigentlich bisher so zu 9/11 berichtet hat, aufgründend darauf, worüber wir jetzt gesprochen haben. Er sieht sich auch nicht gezwungen, das jetzt zu tun. Da wird dann eigentlich recht oberflächlich über den CIA-Folter-Report berichtet. Ja, da wird so berichtet, es ist furchtbar und die rechtskonservativen Blätter sagen, ja, aber man sieht ja, immerhin ist es veröffentlicht, ja, es müsste jetzt Konsequenzen haben. Und Neskovic hat auch in seinem Vorwort und in der Einleitung da nochmal, er war ja auch am Bundesgerichtshof, also ist ein Jurist, der sich wirklich auskennt mit der Materie, auch mit den Geheimdiensten, deutlich gemacht, dass Frau Merkel, die ja unlängst da irgendwann mal gesagt hat, das ist jetzt Sache der Justiz, das zu verfolgen, deutlich gemacht, dass es eben nicht Sache der Justiz ist, sondern Sache der Politik, weil in Deutschland es nun mal so geregelt ist gesetzlich, dass der Generalbundesanwalt politisch weisungsbefugt ist. Also wenn der Justizminister oder wenn die Regierung, die Kanzlerin sagt, ich möchte, dass da ermittelt wird, weil dann hat der Generalbundesanwalt seine Ermittlungen zu führen. Und hätte er jetzt ein Dokument in der Hand und zum Teil auch schon die Namen. Ja, Bush, Cheney, Rumsfeld, wissen wir ja eh schon. Und Bikowski und andere, Richard Blee, da müsste ermittelt werden. Da müsste der Generalbundesanwalt die ungeschwärzte Version eben in Amerika anfordern. Und diese Leute letztlich unter Anklage stellen. Und das ginge auch hier in Deutschland. Wir sind, die Bundesrepublik hat das römische Statut unterschrieben, also die Anti-Folter-Konvention am Strafgerichtshof von Den Haag. Da sind insgesamt 41 europäische Nationen haben das unterschrieben. Die USA hat es nicht unterschrieben, beziehungsweise sie hat es zuerst unterschrieben, dann aber nicht ratifiziert und 2001 gesagt, nee, da machen wir jetzt doch nicht mit. Also der Strafgerichtshof in Den Haag, der kann nicht tätig werden, obwohl er eben eigentlich für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darum handelt es sich hier, zuständig ist. Aber die USA erkennen dieses Gericht ja nicht an. Dennoch könnte jetzt in Deutschland und auch in anderen Mitgliedsländern der EU die Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen beginnen. In Italien ist es ja unter anderem passiert. Die haben da 20 CIA-Agenten, die da eine Entführung durchgeführt haben, angeklagt. Und die können jetzt zumindest nicht mehr nach Italien, ja, immerhin. Und es wäre doch schon mal was, wenn Bush, Cheney, Rumsfeld und noch ein, zwei Dutzend derjenigen, die das hier gemacht haben, wenn die deswegen nicht mehr nach Deutschland kommen könnten. Aber das ist natürlich politisch völlig undenkbar, dass unsere Bundesregierung in die Richtung tätig wird. Ja, und gut, der deutsche Journalismus, der wird da jetzt nicht mehr so tätig werden, da noch nachträglich Skepsis zu entwickeln. Aber was dich persönlich angeht, du siehst dich veranlasst, mehr denn je in die Offensive zu gehen. Naja, mein Ruf ist doch eh ruiniert und ich kann deshalb nicht nur guten Gewissens, sondern auch sozusagen bestärkt in diese Diskussion und in diese Offensive gehen. Weil das hier ist ja einmal mehr und diesmal ein offizieller 600 Seiten starker Senatsbericht, ein Beleg dafür, dass das, was ich und
einige andere, die von Anfang an Skepsis gegenüber der offiziellen Legende geäußert haben, gesagt und geschrieben haben. Also ich muss da jetzt nicht zurückrudern und sagen, ja, ich habe da Fehler gemacht oder was falsch gesehen. Nein, ich kann sagen, hier, bitteschön, ja, es wird doch alles bestätigt, scheibchenweise sozusagen, ja. Und der deutsche Journalismus, wir haben ja, man darf ja erinnern an dieses wunderbare, oder wunderbar jetzt ironisch gemeint, Cover des ehemaligen Nachrichtenmagazins Spiegel, das Geständnis, wo eben sozusagen dieses Bin Laden, die Bin Laden-Story, die 9-11-Story, dann jetzt als bewiesen verkauft wurde. Warum? Was ist das für ein Geständnis? Das Geständnis von KSM, ja? Das wurde dem Spiegel gesteckt. Und der Spiegel hat diese Folterreports, sozusagen Berichte, ohne auch nur eine Erwähnung des Ganzen, als Geständnis, als jetzt sei endlich klar, was am 11.9. passiert ist, weil jetzt hat der Kronzeuge, das Mastermind, hat gestanden. So hat der Spiegel uns diese Story verkauft. Und wenn die Kollegen dort jetzt ihren Job noch irgendwie ernst nehmen würden, dann müssten sie ja hefteweise sich entschuldigen für das, was sie bisher darüber geschrieben haben und jetzt verdammt nochmal mit Recherchen, mit echten Recherchen anfangen und nicht das, was ihnen über Geheimdienstkanäle gesteckt wird, in die Zeitung schreiben. Es ist ja so, dass Leuten wie dir öfters mal monetäre Absichten hinter dem so unterstellt werden, was ihr so schreibt. Aber das Buch, was der Spiegel zu 9/11 veröffentlicht hat, hat sich doch bestimmt auch gut verkauft, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber das war ein Bestseller. Das war ein Bestseller und sie haben ja dann auch, nachdem ich da irgendwie mal im Blog damals gelästert hatte oder bei irgendeinem Vortrag, haben sie den Titel nochmal geändert, weil am Anfang hieß dieses Werk 11. September, was wirklich geschah, ja. Und also die Behauptung, und da war dann, das war dann so ein, also in meinen Augen ein absolut lachhafter Report, der aber eben schon mit diese ganze Legende, wie sie dann 2004 in dem Report dann ausgesponnen wird und mit Quellenbelegen versehen wird, die das schon anlegen. Und ich habe mich ja auch damals schon gestritten mit Spiegelleuten, gibt's auch, findet man auch im Netz, im WDR eine Diskussion und so weiter, die mir immer vorgeworfen haben, ja, Bröckers, du machst doch gar keine richtigen Recherchen und wir waren da, ja. Ich habe immer nur gesagt, ich bin freier Journalist, ich habe keine Organisation hinter mir, ich kann nicht, habe keine Reisebudgets, habe auch keine Dokumentationsabteilung. Ich kann eigentlich nur konsultieren, was über das Internet zugänglich ist und mit Fachleuten reden, aber mehr kann ich kaum tun. Aber das, was ich tue, reicht doch schon vollkommen, um zu zeigen, dass die offizielle Legende und das, was ihr im Spiegel erzählt, falsch ist. Und dann saß ich dann 2004, war es glaube ich, oder 2003 bei Spiegel TV in einer Diskussion mit zwei Redakteuren und die haben dann auch wieder mit dem Verschwörungstheorie-Keule und über mich da hergezogen. Ich habe mich, glaube ich, ganz gut wehren können. Und hinterher sitzen wir dort noch, trinken zusammen Kaffee in der Kantine da und dann sagen die auf einmal, ja, also Herr Brückers, Ihr Kapitel, wo Sie da schreiben, dass der Hani Hanjour und überhaupt diese 19 Hijacker, dass die ja kaum richtig fliegen konnten, die noch nicht mal eine 8 sozusagen auf dem Parkplatz vollziehen konnten und dann so hochkomplexe Flugmanöver wie den Flug ins Pentagon auf 7 Meter Höhe fabrizieren. Also, weil das ist ja toll, warum haben Sie das denn uns nicht angeboten? Sagen die hinterher zu mir, ich sage, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wenn ihr das abgedruckt hättet, dann wäre doch alles, was ihr vorher über den Anschlag geschrieben habt, Makulatur, ja?
Das sind ja Aussagen, die ich zitiere von seinen Fluglehrer und von Leuten. Ja. Ja. Dem Herrn Jour wollten sie ja nicht mal ein Live-Flugzeug, eine kleine Cessna ausleihen, weil der Live-Vertrieb gesagt hat, ja okay, können Sie ausleihen hier, aber eine Runde über den Flughafen mit unserem Chef hier, damit er sieht, dass sie auch fahren oder beziehungsweise fliegen können. Ja? Mhm. Und zwei Wochen später soll dieser Herrn Jour ein Manöver ausgeführt haben, das am Radarschirm von den für einen Militärjet gehalten wurde. Ja? Also das ist alles grotesk und das war eigentlich schon direkt danach klar. Und jetzt hier mit dem Folterreport ist eben sozusagen so ein weiterer Puzzlestein hinzugekommen, der verdeutlicht, wie diese Legende, die ja, könnte man sagen, die erfolgreichste Propaganda-Operation aller Zeiten oder so ist, steht in jedem Lexikon und so weiter, wie diese Legende aufgebaut und gestrickt wurde, nämlich durch massive und wirklich mittelalterlich perverse, menschenverachtende Folter von diesen Leuten. Wer sich über diese Sendung hinaus ein wenig informieren möchte, was der Matthias zum CIA-Folterbericht zu sagen hat, da gibt es zwei neue Artikel von dir, einmal die Königin der Folter und eine neue Inquisition, erschienen in den letzten Tagen bei Telepolis. Werden wir darauf verlinken. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, danke dir für die Fragen und ich hoffe, dass ein paar Leute darüber nachdenken, was wir jetzt hier so kurz mal erörtert haben und versuchen, zumindest mental ihre Konsequenzen daraus zu ziehen. Es ist ja sehr schwierig und man wird sofort eben in irgendeine Ecke gestellt, eben Verschwörungstheoretiker und andere Diffamierungsvokabeln. Wenn man sich da outet öffentlich, deshalb kann ich verstehen, dass viele Leute das lieber im stillen Kämmerlein tun, aber sie sollten es tun, weil jeder ist doch vor seinem eigenen Gewissen und vor seinem eigenen Gehirn verantwortlich, was er glaubt und was er sich vormachen lässt. Und wir sollten uns in Sachen 9/11 wirklich nicht länger was vormachen lassen. Dem schließe ich mich an. Mein Name ist Lars Schall und ich sage Glück auf. Tschüss.